Was ist denn hier los? Warum kommen alle Fische angeschwommen? Ja, weiß ich auch nicht. Eine schwarze Perle. Nein. Hast du die Schuhe ausgezogen oder was? Nee. Hose aufgemacht. Würden sie eher abschrecken, ja, anstatt anlocken, aber. Vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob du da wirklich so einen Säbelzahn lang dran haben willst. Aua! Au! Ja, ist gut, wir wissen, du hast eine Peitsche gefunden. Bewegt euch! Du hast, jetzt ist sie kaputt. Bewegt euch! Ja, dann nehmt euch mal Teleporter in die Hand, bring uns mal weg. Ich bin so knallhart, an mir geht die Peitsche kaputt. Smitty geht jede Peitsche. So, wir wollen in die Fischhöhle. So sieht's aus. Schön mit Pelzklamotten in die Fischhöle. Oh! Oder dass man Paradieswürfel geht natürlich auch. Scheiße, ich hab mich gar nicht umgezogen. Direkt unter Wasser. Wirst du es nicht. Naja, ist egal. Du bist in der Fischkopf. Nehm das Süppchen aber, ne? Ich hab meins genommen. Ja, ich hau's mir rein. Ich geh jetzt nochmal kurz raus und gönn mir die Suppe. Lazarus Süppchen zum besseren Atmen. Pack die zur Bananeecke. So. Auf die Basilos? Richtig, wo ist Brockers? Hier ist Brockers, der Brocken. Mach das Tor schon mal auf. Wer war das, der das so geschickt wieder zumachen konnte? Das war der Floki. Das stimmt. Im Vorbeischwimmen. Das stimmt. Ich komme nicht mal zur Tür raus mit ich dem auch Ding. Nicht. Oh Gott, ich hänge fest. Ja, oh nee, jetzt wird's. Ich kann mal, rückwärts geht ja nicht. Nee, ich wollte nicht. Schwimm mal bitte alle raus hier. Damit ich... Ja, ich bin auf dem Weg. Ganz so einfach. Nee, man muss sich erstmal wieder an den Wendekreis gewöhnen. Guck ich mal, wir wollten in Hab die Nähe, wo das Delfinrennen war, ne? Ist nicht erwischt, ne? Sport der Delfine war das. Das Tor ist kaputt. Was, das Tor oder was? Schön. Alle da? Ja. Jo. Oh, so. Ja, folgt mich mal. Der Fjölni hat was gefunden. Naja, mit dem Weide zusammen. Mit dem Weide zusammen. So ist es nicht. Eich hat sogar eine Weide gefunden, ehrlich sind. Ehrlich? Ja. Ja. Wir wollten eigentlich das Delfinrennen machen. Bis ja. Bis dahin. Da oben auf der Plattform oder wo? Nee, also das ist unter Wasser. Ist zunächst mal ein fetter Lehnsüchtnis auch. Aber der tut eigentlich nichts mehr. Was ist denn hier mit dem Blitzeralen los? Ja, jetzt gucken sie ganz sparsam aus der Wäsche, dass sie nicht mehr blitzdingsen können. Ja. Aber irgendwer. Normalerweise nicht ab. Ey, das ist ja. Ja, nicht mehr normal. Jo, da hängen auch ein paar dran. Aber ich muss leider Gas geben, um mal an euch dran zu bleiben hier. Hat er eigentlich noch eine andere Attacke hier, unser Basilo, oder hat er nur den Biss? Ich glaube, das ist nur der Biss. Mhm. Ich weiß auch nichts anderes gesehen. Ein fieser Anglerfisch. So. Hier ist das Delfin drin. Oh, da vorne ist was im Wasser. Ii. Ja. Das ist ein Tintenfisch. Genau, um den ging's auch. War das der? Oh. Das ist der. Ja, das ist Alpha. Der. Ein Alpha-Tuso. Hier wollt's ja wissen. Level 20. Punkt, da unten ist auch ein Ammonit 140. Hm? Was beißt mich hier? Mich hat ein Angler gebissen. 54.000 Leben. Da kommen eine ganze Menge. Also oh. Wir haben die alle im Schlepptau. Ja, warte mal, lass uns die kurz aufessen. Sind sie schon alle weg? Ja. Beide zieht sie wieder an. So, ja, dann mal los. Runter da. Runter da. Suppe hält nicht ewig. Nee. Mal gucken, wie. Wie schnell wir draufgehen? Wie die Basilos das so abkönnen hier. Beißt ihn! Ja, das geht. Das geht. Das geht wirklich, ja. Dürfte 54.000 nicht lange halten. Nein. Macht ihn fertig! Guck
guckt er sparsam. Wenn er sich mal runterziehen kann. Mit seinen dicken, glubschen Augen. Könnte mal ein paar Pünktchen geben für meinen Basilo. Haut der weg. Ah, den, der blutet doch schon. Da kommt doch noch ein Zitteraal. Den Tintenkopf. Ja, er tintet doch schon. Hat oh, er tintet. Eingetintet. Wo ist er denn überhaupt? Ich sehe gar nicht mehr. Da hinten, wo die Schadenszahlen sind vielleicht. Jetzt bin ich auch Black. Oh, Tinte nimmt dir die Sicht, ja, in der Tat. Nee, kaum. Ah. Nee, ne? Hier ist er, vor mir. Ich sehe jetzt mal mit gar nichts. Ah, da, ja, ich sehe ne. Alter, oh, der jetzt gibt ganz schön Gas. Erfolgt ihn. Der ist schneller als wir, ne? Das ja. Wäre ungünstig. Bin ich dran? Ja, hängt mir fest jetzt. Sehr gut, fress. Warte. Fress ihn auf. Der tut schon wieder vor sich hin. Das ist schon wieder nicht Hose. Aber ich glaube, da ist er weg. Perle hat's gemacht. Ah. Ernsthaft, jetzt was anderes noch. Oh, der kriegt aber nicht so viel Schaden. Und ich habe von den Punkten nichts abgekriegt, wahrscheinlich. Hast oh, aua. Ja, ich habe ja nichts gesehen. Ich wusste nicht, wohin. Ach so. Das ist ärgerlich. Auffüllen. Ach, hier hat's auch. Was ist los? Qualle. Jo. Die Qualle. Das ist aber. Dunkle Astos so, ist ja noch. Dunkle Astos. Der ja. Ist mal unangenehm. Na, X. Ja. Weg ist er. So. Mal gucken, was ich gekriegt habe, oder? Jo. Oh, ich habe jedenfalls 25 Level gekriegt. Ja, ich nicht. Ne, ich habe 11 bekommen. Ich habe einen bekommen. Ein? Ich habe das Alpha Tusoteutis Auge gekriegt als Buchstab. 75 schwarze Perlen, 100. Filtersubstrat, 24 Tentakel, rohes Fischfilet, 54 Keratin ordentlich, 355. Oh. Aber ja. noch keine Angel? Keine Angel. Doch, halt, Entschuldigung, überragende Angel. Da jawohl, deswegen waren wir doch hier. Die überragende Angel, genau, wegen der waren wir da. Ja. Ich habe hier Qualle, quält mich die ganze Zeit an hier. Ja, ist ja irgendwie. Irgendwie kriegt mein Basilo Schaden ständig. Ja, meiner auch. Was, wieso denn das? Das weiß ich nicht. Sind wir zu tief, zu hoch vielleicht? Mal ein bisschen auftauchen, das hilft. Ja, stimmt. Ich krieg tatsächlich auch Schaden. Zu tief? Nee. Wir müssen nochmal... Ja, zu tief. Ja? Zu tief. Weil der Druck zu hoch oder was? Ja. Okay. Ach ja. Wusste ich auch noch nicht. Nee. Das war mir jetzt auch neu. Zu tief? Wir müssen den Normalplatt machen. Ich hätte gern die 25 Level ebenfalls. Ja, du hast sie ja schon gekriegt. Also mein Basilo. Ich war ja Anfänger, ne? Ja. Ach so, natürlich. Das kann doch nicht daran liegen. Aber ja, ich habe ja keine 11 Level für mich trotzdem. Also mein Basilo hat 7 Level gekriegt. War ja zu weit weg, leider. War zu schnell. Na ja, so. Das ist, lief ja schon mal gut. Dann geht's jetzt angeln, oder was? Lass mal kurz Delfinrennen machen. Delfinrennen? Na gut. Machen wir mal Delfinrennen. Wo ist denn das Delfin drin? Von hier aus jetzt. Ihr könnt euch zu mir porten, zur Not. Ja, so weit war das eigentlich nicht, aber... Hier oben auf der Struktur, wenn du die Metallstruktur siehst, genau oben drauf. Ich sehe eine Metallstruktur, aber... Oben sehe ich die Plattform. Können wir da irgendwie was machen? Nee, nicht die Plattform. Und Bogen ist das, wie überall wahrscheinlich. Du kannst es aber auch im Menü verfolgen, ne? Dass die Mission ja. Dann siehst du. Ja, stimmt. Ja, da kommt das könnte man machen. Das bin ich. Ich hab's nämlich verfolgt. Dann habe ich es auch wieder gefunden. Jetzt. Du hast auch Megalodon im Schlepp. Benchsport der Delfine wahrscheinlich, ne? Jo. Ja, genau. Ah ja. Dann, ja. Oh ja, da hinten. Mein Basilo ist im Level aufgestiegen. Ich muss noch mal ein paar Level verteilen. Was habt ihr denn gemacht hier eigentlich? Schaden? Ihr habt doch wieder alle nur Schaden gemacht. Ich kenne euch doch. Ich habe 35.000 Leben mittlerweile. Nicht jeder eine Bewegungsgeschwindigkeit. Doch, habe ich. Habe ich gerade volles Fund gelevelt. Ja. Kenn ich doch. Naja, mit 1% bringt das nicht viel. Naja, wenn ich 20 also Level ich drauf mache. Eigentlich nur auf Schaden und Gesundheit gegangen. Nein, ich will der schnellste Fisch sein. Ah. Ernst, Angelfisch? Der schnellste Basilo. Wollen wir dann die Basilos vorsichtshalber in die Höhle porten? Oder? Ach was, für ein Rennen hier wird doch keiner aufgefressen. Oh ja.
oder? Frisst mich hier gerade schon was? Nee, das bist du. Wer war das? Der Fjöll hier. Sollten wir vielleicht aber auf neutral stellen, dass sie sich wehren können? Ja, das geht auch. Wenn du es auf neutral machst, passiert ja eigentlich nichts. Pfeif es einfach mal neutral, einer bitte. Mann, das ist. Ja. Alter, ich. Ja. Ist so schnell hier beim Schwimmen. Erstmal Gamma, ne? Jo. Ja, ja. Ich glaube, das wird uns auch reichen. Keine Ahnung, ich hab's noch nicht gemacht. Alle da? Ja, dann lass dich mal überraschen. Das hört sich nicht so gut an. Steig auf, Überlebender. Steig auf. Steig auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hoffentlich reicht die Dehns. Ja, stimmt. Ja, die Suppe läuft bald ab. Oh, eine dabei. Wie schnell er mit seinem Schwanz hinschlägt. Ja, ne? Alter, wenn er Gas gibt, noch mehr. Frrr. Der blockiert mich. Er siehst ja auch wegen der blöden Wasserpflanzen kommen, was? Oh! Kacke. Nein! Ich hab's nicht bekommen. Nicht so richtig. Die Kurve nicht gekriegt. Schwimmen, kleiner Delfin. Wo geht's denn lang? Hier. Ich glaube, wir haben schon irgendwas ausgelassen. Hier ist, ein, wie heißen sie denn, die mit den Flossen? Die mit dem Fisch? Ja, die großen mit den Flossen an der Seite. Mosa oder was? Mosa. Mosa. Ja, Mosa und, Mosa nicht rum. Lesio, boah, dachte ich, war das. Scheiße, ich bin letzter, glaube ich. Ja, ich habe dich gerade überholt, glaube ich. Möchte, nein, ich habe den Boost nicht erwischt. Möchte nicht letzter werden, bitte. Schwimmen, kleiner Delfin. Schwimm, Vici. Vici und Scratchy? Jo. Oh, warum bin ich denn Erster geworden? Wir hatten da wieder gebummelt. Oh! Bist Erster geworden, bist du schon fertig? Naja, nee, ich bin gerade vorbei an den Zweitplatzierten. Okay. Das wäre dann wohl ich. Ich bin Zweiter. So, nochmal wen? Nicht mehr. Gleich nicht mehr, wahrscheinlich. Hilfe! Und ich, nein! Ich hänge fest. Ich auch. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss, da. Scheiße. Wie lang geht denn das? Ich hab keine Ahnung, wo ich... 54 Checkpoints. So lang geht es. Alter Schwede. Alter, jetzt bin ich ganz raus. Achtet auf eure Luft. Achtet auf eure Luft. Die Lazarus-Suppe ist nämlich schon weg. Dafür muss jetzt. Ah, gut, wir müssen auch noch hier raus wieder. Ich werde jetzt nicht anhalten, um noch eine Suppe zu essen. Nicht? Oh Gott, oh Gott. Boah. Boah, das war knapp. Überall hier Glitsche. Alter, wie tief sind wir denn zum Teufel? Boah, das ist ein Wirbelsturm, nein. Boah, Alter, hier geht's ganz knapp an den Wirbelsturm vorbei. Ich bin Erster. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich hab noch 3 Minuten, aber so lange hält mein. Ein Zweiter. Sauerstoff auch gar nicht. Nee, ich bin. Hä? Oh. Ich bin Dritter. Ihr beißt was. Ich muss das mal kurz den Anglerfisch beißen. So. The Perla. Ich müsste mal auftauchen, Leute. Ich auch. 815 Hexagons. Ich porte mich mal kurz in den Würfel. War wenig Hexagons, was ist denn da los? Ja, noch einer mit, ich porte mich mal in den Würfel. Jo. So. Wie du dich selbst? Ja. Oh, ich hab doch was Schönes gekriegt. Ich bin einfach mal aufgetaucht, ne? Aufschätzen, ja, wäre ein grünes. Das ist von hier aus aufgetaucht. Ich habe fortschrittlich einen Chitin-Helm. Oh, ich auch. Oh, ich habe einen Bauplan für eine Ozeanplattform aus Holz. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ohne grüne Flinte. So, dann gehe ich jetzt mal wieder ins Wasser und hole mir meine Perla zurück. 129. Oder so. 3. Wenn wir uns eigentlich auch mit Tieren, dann, naja. Ich teleportiere mich. Ja, ich hatte sie aber nicht gesehen. Deswegen. Mal in die Fischhöhle zurück. Mit meinem Fischchen. Kannst du meinen Fisch gleich mitnehmen oder muss ich ihn extra holen?
Ja, so groß ist der Kreis nicht bei den großen Viechern. Och, ach du Scheiße. Hilfe. Zack, zack. So, ich stelle meinen Fischkopf wieder hier an die Seite. Ich mach meinen Perler wieder hier oben. So. Hast du gut gemacht. Meiner ist nicht gechippt, kann das sein? Können wir sein. Das wäre ärgerlich, aber ich glaube. Wie heißt denn deiner? Brocker ist immer noch und den sehe ich hier nicht. Der Brocken? Jo, hier ist er. Du hast nicht gechippt. Das sollte man nochmal nachholen. Definitiv. Der Tat. So, dann würde ich sagen, ja, wir gehen nochmal eine kleine Runde was angeln. Ja. Ich habe nämlich einen Stuhl im Inventar. Achso, ein Angelstuhl. Ich wollte erst. Eigentlich wollte ich erst ein Klo bauen, aber. Mal zu Hause. Honig. Ja, ich gehe nochmal zu Hause an der Base vorbei. Hol die Vögel. Ja, stimmt. Wo willst du denn angeln? Weißt du das schon? Ja, am Berg ist ein schöner See. Da würde ich mich gerne mal niederlassen. Nicht ja. Bei uns. Bei uns kannst du auch Eisloch angeln, aber. Nee, ich möchte am schönen See am Berg angeln. Ja, den hatte ich auch. Wollt ihr noch, soll ich noch einen Stuhl bauen oder was? Wollt ihr eine normale Angel mitnehmen oder? So als Vergleich? Ja, könnte man ja mal machen. Ja, ich habe noch eine Angel, glaube ich, irgendwo rumliegen. Ja, bei mir im Schrank ist auch noch eine. Ja, ich gehe noch mal schnell zurück und hol die Angel aus meinem Fisch. Das wäre ein Träumchen. Stuhl. Ich habe gedacht, bei dem Rennen lass mal lieber in deinem Fisch, wer weiß, wo der hin ist. Honig haben wir wo? Ich hab welches dabei, ich hab 113 dabei. Das oh ja, das muss nicht. Haben wir auch so ein Bienending uns jetzt hier drin stehen? Ja. S plus ein Beehive. S plus, ja. Nachdem das mit den Zähnen der Biene so in den Ganzen geklappt hat. Das stimmt, das so mäßig funktioniert hat. Nicht so gut geklappt. Haben wir uns gedacht, dann sammeln wir einfach und bis wir uns was Vernünftiges gönnen können. Ah, ja. So, ihr ahnt es nicht. Otter mit oder Pelzklamotten? Du, Otter habe ich. Ich habe viermal Stuhl. Achso, ja, eine Angel. Ein Vierfachstuhl. Eine Angel, Die habe ich. So, eine habe ich. Wir können uns auch normal angeln. Achso, der muss ja oben in meinem Schrank sein. Die gute. Ich muss nur noch mal den anderen Krams entsorgen, der noch in meinem Fisch war. Was davon Verfall hat. Ja. Also das Gift kann weg. Fischfilet, sollen wir das gleich durchputzeln, sag mal? Kannst du auch erstmal so in den Kühlschrank tun. Hab ich jetzt auch erstmal reingepackt, da sind ja auch noch ein paar drin. Das alle Ölen hier, dem komischen. Das. Medizinisches Gebräu, Bauplan brauchen wir, ne? Dringst. Ganz, ganz wichtig. So, dann kann die Suppe da wieder rein. Ach ja, Suppe. Das war eine Peitsche. Die muss er noch heil machen. Na gut. Otter ist wo da? Achso, besitzt überhaupt noch einen? Wo ist mein Otter? Habe ich einen? Ich habe jetzt wieder einen X-Otter. Ja. Ich habe jetzt wieder einen. Meiner war. Ich habe hier ein paar Probleme mit dem Otter vom Floki. In der Produktion, nennen wir es mal. So, Köder hat wer dabei, ne? Ich habe Honig, ich habe die Angel, ja. Dann könnten wir aufbrechen. Zeig uns den Weg. Das kann ja wieder was werden. Hier rechts, den kleinen Fluss hoch, oder nicht? Ach ja, den da. Fluss. Mhm. Ja. Der Xerox-Höhle vorbei. Irgendwo dieser Übergang da, ne? Da war ein da schöner See. Ja, da weißt du, wo du meinst. Ja. Dann sollten wir vielleicht wirklich den Weg hier nehmen, ja. Ja. Sonst kommen wir morgen noch nicht hin. Nee. Mal einmal. Du musst eigentlich nur dem Fluss folgen, wenn du wissen willst, wo das Wasser ist, quasi, wo der See ist. Genau. Ich mir denn die überragende Angel dann mal borgen kann? Ja. Sieht aber nicht so. Ah, sehr gut. Nur für die Aufnahmen. Ja, danach gebe ich sie selbstverständlich sofort wieder zurück. Selbstverständlich. Aber hier ist auch schön mit dem Wasserfällen, ey. Ja, hier? Ja. Guck mal, ob der hier die Sabertooth drin hat? Ja, der hat doch ganz viel. Ja. Der hat genug Sabertooth drin. Das muss ich hier vorne alle an der Kante, oder was? Ich würde nur hier vorher mal den Pferd ziehen, so. Ja, wahrscheinlich wäre es besser. Oh, so eine böse Überraschung beim Angeln ist nicht mal so toll. Nee.
So, wo denn? Hier vorne? War das vielleicht schon? Das ist los. Hier oh, gleich so. Ne? Noch ein Tertium. Oh. Schöne Ecke. Lässt ihn auf. Ich pack mal die Angel in deinen Vogel und ich, ne? Ja. Da ist Platz hier. Stell die anderen Stühle gleich mal daneben, dass wir deinen Angelerfolg gutachten können. Ja, selbstverständlich. Mensch, der ist aber hartleibig. Was ist der Terzi? Ja. Vogel, Vogel, Vogel. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal regulär geangelt habe. Was ist da mit den Fischen hier los? Die haben sich alle gerade freiwillig umgebracht. Alle nicht, sind auch ein paar da. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben sich jetzt mal Köder an die Seite hochgelegt. Ist auch ein Mikroraptor da drüben. Köder, Wasser. Köder, Köder. Ja, guck mal im X-Men, ich leg da mal die Hälfte. Oder hier so. Sabine! Gleich überrannt werden. Ey, da saß ich eben noch, sitze auf dem Stuhl. Jetzt lass doch mal die Fische leben. Ich angel schon. Achso, ein Mikroraptor oder was? Ja. Kommt der? Ah, sehr gut. Was? So, ey. So, dann angel mal. Was willst du denn? Setz dich jetzt. Stehen vielleicht ein bisschen mal weg, die Stühle, aber. Oh ne, da kommt was, da kommt was, oder? Ne, warte mal. Nee, oh Gott, ich kann nicht mal den Dings da drauf ziehen. Achso, braucht noch einer die normale Angel? Nee, nicht unbedingt. Hast du noch eine? Ja, warte. Schmeiß ich dir mal hier hin. Ja, jetzt habe ich natürlich auch keinen Köder mehr. Ne? Warte, schmeiß ich dir auch hin. Ist im X-Men doch noch, oder? Ja. Ja, ist auch noch. Hab ich dir aber auch hingeworfen. Gut. So. Angeln! Ach, lass mal gemütlich eine Runde angeln. Na toll, jetzt angeln wir alle, jetzt kriege ich keinen Fisch ab, wenn man überragend angelt. Ah. Prima, Jungs. Ach, kleiner Angelausflug kann man auch machen. Ihr seid schon so ein paar Einzelkämpfer, du ehrlich. Einen Grill müssen wir nochmal aufstellen jetzt. Das stimmt. Ja. Das ist ein Dosenbier. Ich will nach Hause, bei mir beißt keiner. Ein bisschen Geduld gehört beim Angel auch dazu. Ach so, ja gut, das kann ich nicht so gut. Vielleicht dann die... Ja, da hat schon wieder einer gebissen. Nicht bei mir. Nee, da war der. Jo. Ah. Wie ist das an der überragenden Angel, einer anbeißt? Ja, das war's hier schon. Das wäre mal das Wichtigste, Alter. Was ist denn mit dem Känguru los? Hat erst mal geguckt. Och, da gab's ja schöne Sachen. Fisch und Filet und oh, ich bin, eine Perle, bin ja dran. Ein Metallbarren, Holz, Feuerstein, Leder, zwei Rohmetall und eine Faser. Oh. Eine Faser. Ja? Bauplan marode Pelzhandschuhe. Oh. So, und wie kommst viel ist von der Angel weg? Was hat die für eine Haltbarkeit? Achso, ja. 343 jetzt von 348. Okay, vier Stück. Dann können wir dann 85 Mal mit angeln, naja. Gott, macht das einen Krach, wenn ihr die Fische anzieht, ey. Vor allem kommt bei mir nichts rum. Nee, mit normalen. Ja, mit der normalen Angel. Nee, mit der normalen. Fisch, Stroh, bisschen Pelz, bisschen Kohle. Ja, muss okay. Dann schon besser sein, die Angel. Fang mal einen Bauplan für eine überragende Angel. Ja, das wäre cool. Aber es ist jetzt so eigentlich, bis auf Mission, die einzige Möglichkeit, an Baupläne jetzt noch hier irgendwie zu kommen, ne? Ja. Weil, komm einmal eigentlich noch. Mein Otter hat erstmal auf meinen Stuhl gekackt. Richtig so. Boah, nee. Einmal eigentlich noch. Da, wo es hingehört. Ja, einen ziehe ich jetzt auch nochmal an Land und dann... Mann. Kann erstmal einer so einen Fisch durchgrillen.
mal was zu beißen kriege hier auf meinem Holzstuhl. Ja, könnte ein bisschen angenehmer sein, ne? Ja. Oh. Oh. Da beißt doch schon wieder einer. Hätte auch mal ein Sofa hinsetzen können oder sowas. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Schönes Sofa, das wäre mal was. Oh nein, ich Idiot. Nein. Verkackt. Einmal mit Profis arbeiten. Naja, denk dran, die Angel kannst du nicht reparieren. Ja. Mensch, das... Jetzt sind noch 84 Mal Angel. Ja. Einmal nichts gebracht. Das war auch schon, glaube ich, der erste Fisch, der mir seit... Was ist denn hier los? Warum kommen alle Fische angeschwommen? Ja, weiß ich auch nicht. Eine schwarze Perle. Nein. Hast du die Schuhe ausgezogen oder was? Nee. Hose aufgemacht. Würden sie eher abschrecken, ja, anstatt anlocken, aber... Vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob du da wirklich so einen Säbelzahnlachs dran haben willst. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, scheiße, ist mir der Dings. Ich habe irgendwie zwei Buchstaben verwechselt, aber naja, gut. Kommt ja mal vor. Oh. Nein. Analphabeten angeln gehen. Naja, ja, ist immer schlecht. Ist genauso wie im Blinden am Weg fragen. Das ist auch nicht das Beste. Jetzt beißt natürlich auch keiner mehr. Da ist ein ganz fetter hier. Kann der nicht mal beißen? Jetzt bin ich nervös. Hält ich wieder ein A für ein W oder so. Ja, kann man ja mal verwechseln. Hier, ja, der beißt. Ich wusste es doch. Ich wusste es, der beißt. Immer noch dieses olle Z dazwischen. Ja, das ist mal ein bisschen nervig. Alter. Okay, da gab es mal ein bisschen mehr. Ihr könnt aber gerne gleich auch nochmal, ich würde euch mal die Angel überlassen. Ich gucke nochmal eben, was alles gab. Und zwar gab es einen fortschrittlichen Känguru-Sattel, einen fortschrittlichen Dunkleostos-Sattel, einen Terrorbird-Sattel, einen Gallimus-Sattel. Kannst du überhaupt noch stehen? Und einen Geselle-Terrorbird-Sattel. Alles Baupläne oder? Ja, ja, alles Baupläne. Das ist ja nur Baupläne, ne? Eigentlich. Größtenteils zumindest. Aber kann schon was bei rumkommen, ne? Ja, das stimmt wohl. Wenn einer noch Spaß dran hat, ich schmeiß die Angel mal hier hin. Ja, nicht, du bist ein Vogel. Wieso das? Sicher. Ja, okay. Lass mal den Smitty vielleicht nochmal eine Runde angeln, wenn der Bock hat. Ja, ja, ich würde nochmal machen. Ich wollte nur die ganzen Fische hier mitnehmen, wenn sie sich schon tot hier live freiwillig hinlegen. Ach so. Ja, hau nicht den richtigen Lachs an, sonst hast du gleich alle an der Pille. Ja, jo. Dann muss man die Angel reinhalten. Habe ich in den X-Men gepackt, kannst du die haben. Ja, ich komme erstmal. Raus angeln. Alter, in einer. Smitty, wenn du jetzt angelst und du hast das Rhino an der Angel, was meinst du, was du dann alles kriegst? Das schwimmt da jetzt rum. Aber dann darfst du auch, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde deine Tastatur bearbeiten. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich alle vier mit angreifen. Welchen Vogel? X-Men. Oh, hallo. Hallo. Das taucht die echt mal so. Guck nur, das sieht aus wie ein Hai. Das ist auf Seehorn-Tiefe. Guck nur noch das Horn raus. Seehorn-Tiefe. Seehorn-Tiefe. So, angeln wir auch nochmal. Abgetaucht ist es auch schon wieder. Also jetzt könntest du mal einen Bauplan für eine schöne Flinte oder so auszerren schon mal. Das wär mal was Feines. Oh, also ich gebe mir auch mit meinem Einzelstück zufrieden, aber ich werde natürlich alles dafür geben, dass es Baupläne werden. Da möchte ich auch drum bitten. Hm? Ich rede der Angel schön zu, streiche sie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwelche, ja doch, früher gab es normale, so auch andere Sachen, nicht nur Baupläne, sondern auch Einzelstücke. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ich hatte jetzt nur Baupläne. Du kannst ja erstmal 10 Terrorbird-Sattel bauen hier. Aber eine Terrorbird-Armee fertig. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe einen Mikroraptor gehört. Links von uns. Das Rhino muss jetzt aber nicht unbedingt hier aus dem Wasser kommen, wo ich sitze. Nee, nicht unbedingt. Also sehen tue ich... Sehen tue ich nichts hier. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Ja, manchmal dauert es tatsächlich ein bisschen. Oh, jetzt. Dachte ich jedenfalls, weil er ganz schnell hingeschwommen ist, aber... Ach so. Ganz schnell dran vorbeigeschwommen. Ja. Er ist wohl ganz schnell dran vorbeigeschwommen. Wie, Honig? Und jetzt... Was das Rhino hier macht.
Level 60. Gab's nicht bei den anderen Fischen mehr oder gab's nicht da irgendwie nach Gewicht und Level? Ging das ja, ja, noch, ja. Was denn gab's denn? Drei Baupläne für den Sattel, und zwar Manta, Dukliostos und Pelagonis. Mhm. Okay. Oh. Oh, hier ist ein 135er Sabertooth. Suche ich auch nochmal mein Glück, oder wolltest du Weide? Nö, mach euch. Ich hab's dem Vogel gelegt, ne? Macht jemand. So, ich würde sagen, wir haben gesehen aus dem Alpha Toisotutis. Ne, wie heißt er? Toisotutis. Ihr wisst ja, ihr habt es nicht mit den Buchstaben. kriegt er, wenn er Glück hat, eine überragende Angel raus. Und mit der überragenden Angel kommen sich schöne Baupläne mal rausangeln. Das werden die Jungs jetzt erstmal 3 Stunden machen müssen. Das stimmt. Ist hier eine vernünftige Flinte bei rausgekommen. Genau. So sieht's aus. Allerdings, ob es wirklich alle Baupläne gibt, keine Ahnung. Müssen wir noch rausfinden. Oder wir müssen noch mal ein paar Alpha auftreiben, dass jeder eine überragende Angel hat. Und dann können wir uns zu viert hier. Das wäre ganz cool, ja. Könnte man vielleicht mal einen Angriff nehmen. Die Stühle können ja hier bleiben. Wir können dann, kommen dann in 3 Tagen wieder, mal gucken. Und dann noch ja, mal gucken. Von den vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht spawnt da immer ein Alpha Toisotutis bei dem Delfinrennen. Das wäre schon ganz nice. Das stimmt wohl. Dann machen wir erstmal Schluss. Mit 4 Basilos war das ja eigentlich kein Problem. Bis auf das Verfolgen dann. Eigentlich nicht. Ach, jetzt ist die Angel wieder weg. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss hier. Pass auf, nicht, dass ich das Horn aufspieße hinter dir. Oh. Oh. Oh nein. Alter. Bist du ertrunken, ne? Anscheinend macht ihr voll den Aufriss, weil es hier zum Folgenende nochmal einen auf dicke Hose machen will, ehrlich. Also so die Show jetzt gestorben. Ja. Das ist aber mal ein bisschen dramatisch Wandlack gewesen. Ja, das stimmt. Gut, bevor ihr gleich noch alles andere stirbt, machen wir lieber erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao und ihr denkt an den Daumen.